Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Spiele-App-Vorstellung und zwar den Construction Simulator 2 bzw. Bausimulator 2. Ich hoffe mal, es ist nicht so laut. Wir werden uns jetzt hier erstmal ganz schnell ein Profil anlegen. Wir nehmen den einfach, oder? Wir nehmen die nette junge Dame und machen jetzt hier erstmal unseren Name. Ihr habt gesehen, ich habe schon ein Profil, ich habe schon mal kurz angezockt. Wisst ihr, das Problem ist, was ich hier habe. Und das ist ein sehr ernstzunehmendes Problem. Ich hoffe, die Entwickler sehen das und beheben das eventuell. Ich habe ein iPad Air 2. Es ist mir leider nicht möglich, mit Sound auf diesem iPad Air 2 zu spielen. Das ist das Problem aktuell. Das heißt, ich kann nicht mit dem iPad Air 2 spielen. Das ist ein bisschen arschlos, finde ich. Das ist kacke. Irgendwo in den USA, meine lieben Freunde. Ja, irgendwo in den USA. Nur wo, ist die Frage. Nur wo? So, deswegen muss ich das jetzt auf meinem iPhone spielen und da ist natürlich alles viel, viel kleiner und viel zarter und deswegen muss ich hier, mit dem kleinen Bildschirm jetzt zurechtkommen. Aber ist egal, ich will es euch unbedingt zeigen und deswegen machen wir das jetzt hier einfach. So, okay, hallo, mein Name ist Hans-Peter, aber du kannst mich gerne Happe nennen. Ich bin der Ausbilder, Trainingshändler, bla bla, der Neulinge, Baufahrzeuge und so weiter. Hallo Happe, kennt ihr schön, der Laden, du, schön, bin gespannt, was du mir beibringen kannst. So, Theorie und Praxis, mein Freund sind, was hat er gesagt? Theoretisch kann ich eigentlich schon alles. Hat sie gesagt. Mein Freund sind im Baugewerbe zwei Paar Schuhe. Es gibt einige Sachen, die ich noch zeigen kann, aber schöne Grundausbildung, bla bla bla, losgehen, was muss ich machen? So, was muss ich machen? Gas geben muss ich bestimmt. Ja. Ich meine, ich habe es ja schon mal gemacht, ne? Deswegen weiß ich das. Den Gasknopf gedrückt. So. Zack. Ich drücke doch den Knopf schon. So. Jetzt halt mal den Knopf gedrückt zum Bremsen und zum Rückwärtsfahren. So. Zack, haben wir das auch geklärt. Jetzt benutzen wir den Regler und lenken einmal nach rechts und einmal nach links und wieder nach rechts. Und dann haben wir das schon mal fertig. So, jetzt, meine lieben Freunde, müssen wir einparken hier. Der hat uns nämlich eine Strecke aufgebaut, der Schlinge. Was man sagen muss, die Steuerung ist sehr gut. Also, da bin ich wirklich sehr überrascht. Die Steuerung passt, also das kann man machen. Selbst auf dem Handy kann man es wunderbar spielen. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Kann ich nur loben selbst. Ich habe auch schon mal gebaggert und so weiter. Ich muss auch dazu sagen, es gibt hier wirklich sehr, sehr coole Baumaschinen. Mega krasse Sachen. Ich muss noch mal schauen, ob ich das jetzt irgendwie noch hinkriege mit dem iPad, weil das Problem ist, ihr würdet jetzt hier keinen Sound hören und das ist halt mega mies. Und das Spiel ist aber eigentlich ganz cool, die Entwickler sind cool, weil die durfte ich nämlich auf der Gamescom auch kennenlernen. Ne, die haben uns das so ein bisschen vorgestellt und die waren echt nett und lieb und hat alles gepasst. So, jetzt soll ich die Karte öffnen. Katscha! So, dann gut gemacht, ich versuche vom Gelände zu entdecken. Ja, bla bla bla, Wegpunkt setzen, auf geht's. So, jetzt sollen wir ins Firmengelände düsen. Düse. Ja, es wird langsam dunkel und das heißt, wir können hier drauf drücken, dann geht zum Menü auf und dann können wir das Licht anmachen. So. Zweimal aufs Display tippen, da sehen wir, mit welchen Sachen wir interagieren können. Gut gemacht, herzlichen Glückwunsch, abgeschlossen, du hast verdient und du bist cool und ich werde ein Vorarbeiter und bla und das Know-how und in der Firma und so weiter und so fort. Kurz gesagt, der will uns jetzt direkt als Vorarbeiter einstellen in seiner Firma und da haben wir aber gleich gesagt, na klar, machen wir das. Ist doch kein Thema. Wo kommt man denn in die Firma neu? Sagt, hey, ich kann eh schon alles. Und macht hier gleich einen Dicken und den Vorarbeiter. Ne? Das ist doch mal was ganz Feines. So. Okay. Ja, ich weiß, das Fahrzeug. What the hell? Fahrzeug zurücksetzen geht auch. Das muss, weiß ich. Was wir mal noch fix machen können, ist das nicht, sondern hier in den Einstellungen schauen. Und wir stellen das Ganze mal auf Meilen pro Stunde um. Ja. Dieses olle Plastikdüngen da würde mich ein bisschen ärgern. So, sehr gut. So, jetzt müssen wir hier vorne rechts abbiegen. Wie gesagt, die Steuerung relativ butterweich, also nicht hagelig oder sonst irgendwas. Wir können hier richtig gut um die Kurven fahren. Das Fahrzeug reagiert angemessen schnell bzw. langsam. Es ist eine gute Verzögerung drin. Muss ich sagen, gefällt einem direkt beim Spielen. So, man kann sich auch das einstellen, ob man, wow, Schlingeling,
ob man hier eben diesen Schieberegler hat oder ob man eben so einen Knopf haben will oder sowas. Das kann man sich auch noch in die Option einstellen. Muss dann jeder mal schauen, ne, was er dann besser findet oder cooler findet. Genauso wie Gas oder Bremse kann man auch über so einen Schieberegler machen. Na, Kollege. Ja, sei vorsichtig, in der Stadt wird geblitzt. So, da müssen wir ein bisschen Piano machen hier. Denn es gibt ja tatsächlich Blitzer. Ich nehme davon denn in der Stadt. Da steht zum Beispiel einer. Da. Zack. Der hat uns aber nicht geblitzt. So. Okay. Ampel ist grün. Es geht los. Wir geben Gas. So. Oben sehen wir neben der Karte unser Auftragssymbol. Da ist so ein. Wow. Okay. Fail. Da ist so ein kleiner Rand rum. Das sieht. What the hell? Hab ich nicht gemacht. Nein. Da gibt es keine Zeugen. Darf auch nicht über rote Ampel fahren. Da kriegt man nämlich auch abgezogen. Was denn jetzt? Keine ist auch fair. Jetzt macht aber die scheiß Ampel grün. Jetzt. Oh, jetzt haben die mich doch noch weggenommen. Na gut. Hab ja auch einen LKW. So. Dann einmal hier rein. Zack. Oh, Hauswand. So, jetzt sind wir in der Firma und wir sollen im Bereich einparken. Das machen wir natürlich. Schniedelwutz. So. Sehr schön. Es ist dein Firmengelände. Davon, daraus kannst du lukrative und so weiter und expandieren und bla bla bla. Ihr könnt ja selber lesen. So, und ich kann einen Schluck Kaffee trinken. Kann man leider nicht wegdrücken. So. Ja. Wir sehen uns morgen früh. Ich bist eingestellt. Schon wieder früh? Nee, jetzt aber. Hoppala. Besorgung machen, bla bla bla. Unser erster Auftrag. Und wir setzen einen Wegpunkt. Denn wir brauchen ein neues Fahrzeug, meine lieben Freunde. Wir brauchen einen Backer. Wir wollen ein bisschen backern. So, und deswegen fahren wir jetzt mal zum Backer-Händler. Rote Ampel überfahren, das tut mir, I'm sorry. Noch eine rote Ampel. Boah, das war knapp. Da vorne rechts seht ihr so ein kleines blaues Dreieck, was auf dem Kopf steht. Das ist auch schon der Händler. Eine Stunde später, Ampel grün. Da fahren wir mal ganz geschmeidig an. Zack, da sind wir beim Händler. So. Aufgabe abgeschlossen. Dankeschön. So. Wir können den Händler gedrückt halten. Dann können wir hier oben auf Betreten und können uns jetzt hier die Fahrzeuge anschauen, die es so gibt. Das Coole, man hat immer ein paar Specs zu den Fahrzeugen. Das ist echt ganz nice. Zum Beispiel wie die Höhe und bla und bli und blub und so weiter und so fort. Die Motorleistung finde ich sehr gut gemacht. Den kriegt man übrigens geschenkt hier, den Bagger. Jetzt brauchen wir nur da drauf gedrückt halten und dann haben wir auch die Option, da direkt einzusteigen. So, nichtsdestotrotz müssen wir zu unserer ersten Baustelle. Dass wir endlich was kaputt machen können, Schaden machen können und die Firma ruinieren. Dass meine Firma, die Manus Inc., dass die das Monopol wird hier in der Stadt. Wir gehen nämlich überall als Arbeiter hin, ne, in den ganzen Firmen. Und dann, wenn alle kaputt sind, wenn wir alle in den Ruin gewirtschaftet haben, dann bauen wir unsere eigene Firma aus. Was für ein teuflischer Plan. So. Zack, und dann geht's schon weiter. Go, 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 Power Ranger. So, da vorne ist unser Gebiet. Da sollen wir parken hier auf dem... Hola. Ist ein bisschen fast. Oh, ja. Hat aber gereicht. So, da auf der blauen Markierung sollen wir den Backer rückwärts parken. Sollen wir ein bisschen ausholen hier. Der gute Cat. Einen guten Lenkeinschlag, muss man sagen. Fällt mir. So, jetzt können wir
auf den Arbeitsmodus wechseln. Das heißt, gedrückt halten hier oben auf die Zahnrädchen. Dann fährt er hier an der Seite seine Stützen runter, steht stabil und wir können bla 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 hier mit dem Teil, ne, können wir hier so schön loslegen. So, kann ich jetzt bitte auspackern? Ja, genau, hier können wir den Löffel auf und zu machen und den Ausleger hoch und runter und ja, hier können wir das machen und drehen. Okay, oh, wir stehen aber sehr nah dran. Na gut, müssen wir mal schauen, dass das, ob das funktioniert. Wir stehen wirklich sehr nah dran. Okay. Ach, geht nicht weiter rüber, ne? Das ist ja auch lustig. Oh, scheiße. Hier den Bereich abladen. Oh. Oh. Das ist echt blöd. Die haben uns doof hingestellt, muss ich ehrlich zugeben. Na komm schon. Jetzt krabbel doch mal da rein hier. Scheiße. So, jetzt müssen wir natürlich den mal wieder zusammen machen. Wir müssen uns umparken, das wird so nix. Muss das eigentlich passen? Was denn nun wieder noch? Oh. So, jetzt aber. Ja. So, das reicht schon, würde ich behaupten. Nee, reicht noch nicht. So. Jetzt aber. Okay. Das sieht doch gut aus. Jetzt können wir hier schön... Schaufel voll machen. Und das hier abladen. Genau. Das ist nämlich wichtig, dass das auch dort landet. Sehr gut. Oh. Huch, habe ich zu früh gegrapscht. Sogar noch weiter vor uns fahren können. Ey, das gibt's ja gar nicht. Was ist denn hier los? So, oh, das mit dem Baggern ist gar nicht so einfach. So. Auswand. Scheiße. Ja. Und richtig rein hier. Jawohl. So, da haben wir das Rohr freigehoben. Das sieht gut aus. Müssen aber jetzt hier... Was soll ich denn jetzt machen eigentlich? Ach so, den Platz räumen, ne? Ich glaube, der hat was vom Platz räumen gesagt. So, wow, nice. Schreibt mir meine Frau erstmal eine Nachricht, wegen Essen ist fertig und so weiter. Ist wieder ein Traum, ey. Ist wieder echt ein Traum. Oh, da müssen wir noch hoch. Na, was denn jetzt? Mach da mal hoch jetzt. So. Aber klappen. So, naja, ihr habt es gelesen, ne? Dann würde ich sagen, machen wir hier mal kurz Feierabend. Jetzt muss ich hier die Backerschaufel noch. So, machen wir kurz Feierabend, ne? Der Folge nicht so lang, die Folge nicht so lang. Dafür will ich aber eben noch eine hochladen, meine Freunde. Nicht noch eine hochladen, sondern heute noch hochladen, sonst wird das nämlich nichts, weil brandaktuell habe ich gerade eben erst aufgenommen. Okay, wir haben den Bereich freigemacht. Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da, wenn ihr mehr sehen wollt. Ich hoffe, ich kriege die Scheiße hier dann mit dem iPad aufgenommen und bin erstmal raus. Das die kleine Vorstellung. Bis dahin. Tschüss, euer Mann.